So, wir sind hier im Schwarzwassertal bei der Schwarzen Pockau. Genau an den Nonnenfelsen. Den Nonnenfelsen. Ins 12. und 13. Jahrhundert sollte sich hier eine Burg befunden haben. Die Existenz der Burg wurde bei Ausgrabungen 1992 nachgewiesen. Es gibt zwei interessante Sagen zu dieser Burg, beziehungsweise zu den Felsen. Die eine ist, dass zum Mondschein auf dem Felsen Nonnen laufen. Und die zweite ist, warum der Name jetzt hierher kommt und der Felsen Nonnenfelsen heißt, kommt von einer schönen, spannenden Geschichte. Es war ein Graf von Isenburg, der sich gelangweilt hatte und Spielkameraden suchte und hat gesagt, es könnte auch der Teufel sein. Dann kam der Teufel und die beiden haben gewürfelt. Irgendwann haben sie dann um seine Tochter gewürfelt und seine Besitztümer. Der Teufel hat dann eine 13 gewürfelt und somit gewonnen. Da ihm der Graf leid tat, hat er ihm gesagt, du kannst deine Tochter ins Kloster geben oder an deinen Erzfeind verheiraten. Der Graf hat sich entschieden, die Tochter ins Kloster zu geben. Dort ist sie dann mit ihrem Geliebten geflohen, wurde verfolgt, kam an diese Felsen und hat sich dann runtergestürzt. Die Leichen wurden nie gefunden. Davon soll der Name der Nonnenfelsen stammen. Das ist der Nonnenfelsen. Und gehen jetzt Richtung der Teufelsmauer. Die Teufelsmauer. Laut Sagen und Legenden soll der Teufel, als es einen Kampf um die Burg auf dem Katzenstein gegeben hatte, eine Amme, die dort herrschte, zu Hilfe gekommen sein und wollte, also hat eine Mauer hochgehoben und wollte sie dann den Soldaten gegenüber schleudern, wurde aber von Kugeln abgehalten und, ist abgedriftet. Irgendwann ist es an diese Stelle gekommen, wo wir gerade sind, hatte keine Kraft mehr und hat die Mauer fallen lassen. So entstand die Teufelsmauer. Die andere Legende besagt, dass dort in der Teufelsmauer, als die Kaufleute mit ihren Kutschen und Pferdegespannen gefahren kamen, der Teufel ein Tor aufmachte, die Kaufleute sind reingefahren, das Tor hat sich zugemacht und diese kamen nie wieder. Ja, man sah ein Tor, was da als eine Abkürzung dienen könnte, da sind sie halt mit ihren Fuhrwerken und Waren reingefahren und kamen nie wieder. Laut der Sagen ist es das letzte Mal um das Jahr 1200 gekommen, dass zahlreiche Händler mit ihrem Hab und Gut durch das Tor in die Teufelsmauer gefahren sind und nie wieder herausgekommen sind. Sind hier die Reste des Portals zu sehen? Das ist die Stelle, das soll die Teufelsmauer sein mit diesem Tor. Hier sieht man eine kleine Felsenformation unten, wo so etwas wie ein Tor zu sehen sein könnte. Ob das die Stelle ist, wo das Tor sich befunden hatte, weiß ich nicht. Aber ich fand die Legende spannend, auch die zu den Nonnenfelsen. Deswegen habe ich es für euch bei uns auf dem Kanal, diese beiden Sagen, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst bitte ein Like und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Danke euch, Octavian von Relikte der Geschichte.